was willst du jetzt machen mit Uli so im Alltag? Mach dir um mich mal keine Sorgen. Und was ist, wenn er dich weiterhin verkuppeln will? Der beruhigt sich schon wieder. Und außerdem brauche ich ja nicht wieder auf eine schwulen Party mitzunehmen. Klingt dir alles wirklich sehr überlegt. Das renkt sich alles schon wieder ein. Was ist los, Isabel? Warum rennst du zu Philipp Randner und bittest ihn darum, dass ich meinen Job behalte? Also ich habe ihn doch nur gefragt, wie du in der Firma... Hast du es wieder mit Geld versucht? Wovon sprichst du? Hältst du mich für so unfähig, dass du meinen Chef bestechen musst? Daniel muss mit dir reden. Ich hab's jetzt 1000 Mal versucht. Ich kann einfach nicht mehr. Eigentlich gab's von Anfang an nur eine Möglichkeit. Ich werde abtreiben. Ich weiß längst, dass ihr beide zusammen seid. Olli, du hast es nicht anders gewollt. Tom und ich haben geheiratet. Heimlich. Und ich krieg ein Kind von ihm. Herzlichen Glückwunsch. Wisst ihr schon, was es wird? Hey. Euch muss das nicht peinlich sein. Ich meine, dass ihr zusammen seid. Und? Dann haben wir eben 2 Pärchen in der WG. Das ist doch okay. Hey, jetzt mal ohne Quatsch. Zwischen Tom und mir läuft nichts. Ich hab doch Augen im Kopf. Tom. Heino tauscht bestimmt gern mit dir, dann habt ihr das Zimmer für euch. Sag mal, interessiert dich auch noch was anderes? Oder nur mit wem ich ins Bett gehe? Und frag mich jetzt bitte nicht, ob ich mir das auch gut überlegt habe. Eine Abtreibung ist die einzige Möglichkeit. Hoffentlich bereust du das nicht irgendwann. Ich kann das Kind einfach nicht alleine großziehen. Das habe ich zuerst auch gedacht, bis ich in der Abtreibungsklinik saß. Bin ich dann abgehauen. Wenn meine Eltern erst rauskriegen, dass ich schwanger bin. Die schmeißen mich glatt raus. Deine Eltern wissen immer noch nichts davon. Das soll auch so bleiben. Meine Mutter hat sich zuerst auch tierisch aufgeregt. Aber dann hat sie mich voll unterstützt. Bekommt ihr noch was? Nochmal das Gleiche. Für mich nichts mehr, danke. Wann sagst du Daniel Bescheid? Gar nicht. Gar nicht? Daniel will nichts von dem Kind wissen. Also geht es ihn auch nichts an, wenn ich abtreiben lasse. Er ist der Vater, er sollte Bescheid wissen. Nein. Und du hältst bitte auch den Mund. Das kann ich nicht. Tu mir einfach den Gefallen. Okay. Gut finde ich das aber nicht. In alles mischst du dich ein. Und ich weiß doch warum. Du willst mich loswerden. Wie oft soll ich dir denn noch sagen, dass das nicht stimmt? Ich bin euch doch hier nur im Weg. Jetzt rede dir doch nichts ein. Und ich erinnere dich ständig daran, was du damals alles falsch gemacht hast. Wenn du wieder einmal versuchst, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, die Nummer zieht nicht mehr. Ihr schmeißt mich doch nur nicht raus, weil ihr Angst vor der Presse habt. Graf und Gräfin verstoßen Schwester. Das passt wohl nicht so gut in das Bild der Edlin von Anstettens. Ja, und deshalb setze ich mich bei Philipp für dich ein, damit du möglichst viel arbeitest und möglichst lange weg bist. Genau. Langsam denke ich, das wird zur fixen Idee. Das sagst du doch nur, weil dir die Argumente ausgehen. Ach, Isabel, ich wollte dir einen Gefallen tun, weil ich dachte, dass dir an dem Job etwas liegt. Ja, klar. Und weil du dir Sorgen machst und weil du mich liebst und weil du ja überhaupt nur das Beste für mich willst. Jetzt hör endlich auf damit, bitte. Gib dir keine Mühe. Die liebende Schwester kaufe ich dir nicht mehr ab. Du traust mir doch nur nicht zu, dass ich irgendwas alleine schaffe. Deswegen mischst du dich ständig ein. Du wartest doch nur darauf, dass ich wieder versage. Damit du wieder als die großartige Schwester dastehen kannst. Das ist doch so ein Blödsinn. Damit eins klar ist zwischen uns. Ich brauche weder deine Hilfe noch dein Geld. Ich brauche mir meine Freunde nicht kaufen lassen. Oder meinen Arbeitsplatz. Du glaubst also tatsächlich, ich habe Philipp Brandner Geld geboten? Du hast ihm doch schon mal Geld gegeben, damit er sich freundschaftlich um mich kümmert. Wie bitte? Und jetzt machst du bei meinem Job den gleichen Quatsch. Das ist nicht wahr, Isabel! Deine Heuchelei ist einfach widerlich. Wie kommst du überhaupt drauf, dass ich schwul sein könnte? Naja, so oft wie du mit Tom rumhängst. Was soll denn das jetzt schon wieder? Das sah eben so aus. Und Heino hat auch gemeint, dass es sein könnte.
Mein Bruder soll das gesagt haben? Naja, nicht so direkt. Er könnte es sich immerhin vorstellen. Er hat aber auch keine Probleme damit. Da bin ich ja ungemein beruhigt. Das hat alles so gut zusammengepasst. Vergiss es. Was ist jetzt mit Tom? Der muss doch glauben, ich tick nicht mehr richtig. Ja, der kriegt sich schon wieder ein. Na, hoffentlich. Wobei ich nicht verstehe, dass er so sauer war. Bei dir ist es klar. Ich meine, wenn mir ein Typ sagt, ich wäre mit einem anderen Mann zusammen, dann wäre ich auch auf 180. Aber Tom? Ja, vielleicht bin ich nicht sein Typ. Ob ich mal mit ihm drüber reden soll? Nein, lass ihn am besten einfach mal in Ruhe. Wieso? Wir sind Freunde. Ja, dann bring ihn nicht andauernd in peinliche Situationen. Um das eine Mal. Seit du weißt, dass Tom schwul ist, scheint es für dich ein abendfüllendes Thema zu sein. Weshalb bist du wirklich zu Philipp Brandner gegangen? Weil Isabelle sich Sorgen um ihren Job gemacht hat. Ja, dann ist das ihr Problem und nicht deines. Ich dachte einfach, eine Hand wäscht die andere. Ich habe Philipp Brandner geholfen, Isabelle näher kennenzulernen. Und dafür hilft er ihr jetzt, dass sie ihren Job behält. Deine gute Absicht in Ehren. Aber deine Schwester will ihr eigenes Leben, jetzt wo sie wieder gesund ist. Dagegen habe ich ja nichts. Dann hör auf, sie immer beschützen zu wollen. Aber sie weiß doch gar nicht, wie sie sich in so einer Situation verhalten soll. Naja, wenn du ihr immer hilfst, wird sie es auch nicht lernen. Tja, Isabelle muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Sie wird Fehler machen und sie muss lernen, Niederlagen einzustecken. Das kannst du ihr nicht abnehmen. Aber ihr zur Seite stehen, das kann ich. Vorausgesetzt, sie bittet dich darum. Du hast ja recht. So was ist schwer, aber da musst du durch. Ich tue, was ich kann. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Isabels Vorwurf, ich hätte ihr einen Freund kaufen wollen. Vermutlich hast du sie missverstanden. Missverstanden. Aber bis Weihnachten ist doch noch so viel Zeit. Daniel, erst kaufen wir die Geschenke und dann... Oh, die ist ja immer noch hier. Ignorier sie einfach. Was darf ich euch bringen? Nichts. Wir sind nur auf der Durchreise. Wir wollen Weihnachtsgeschenke kaufen. Was, jetzt schon? Siehst du? Heino ist meiner Meinung. Fast jeder Mann wäre deiner Meinung. Ich glaube, euch fehlt was, wenn ihr Heiligabend noch schnell was kaufen müsst. Ja, so sind wir eben. Dann bleibt Christian denn? Er wollte meine Schicht übernehmen. So ist dein Bruder eben. Kommt Zeit, kommt Christian. Ja, aber wenigstens heute hätte er mal pünktlich sein können. Wieso? Hast du was Besonderes vor? Ja, ich habe gleich eine Flugstunde und dann... sag mal, kannst du meine Schicht nicht übernehmen? Klar, nur... Ja, Christian muss jeden Moment kommen und die Stunde ist ziemlich wichtig. Sonst werde ich nicht zur Prüfung zugelassen. Also gut. Ja, pass gut bei mir. Ja, wir kommen drauf zurück, wenn du deinen Flugschein hast. Genau. Nächstes Jahr kannst du uns ja zum Weihnachtsshopping nach London fliegen. Oder gleich nach New York. Oder besser noch, Flitterwochen in Hawaii. Oh, wäre auch nicht schlecht. Ja, aber kümmere dich lieber erstmal um deine Flitterwochen, ne? Mach dir mal keine Sorge. Mir fällt immer was ein. Ja, und deine Prüfung musst du auch erstmal bestehen. Schon nervös? Nee, eigentlich nicht. Was ist mit der los? Vielleicht ist sie schlecht. Ja, bestimmt von ihren Lügen, die sie überall rum erzählt. Oder sie simuliert. Bist du sicher? Klar. Die will nur die Aufmerksamkeit auf sich lenken, weil ich sie vorhin habe abblitzen lassen. Oh, ich glaube, ich helfe mal kurz, ja? Das war ja wieder klar. Das ist typisch, muss mir ja passieren, sowas. Bist du krank? Nein. Ich bin mal wieder der größte Trottel, der rumläuft. Warum? Ich habe Christian und Tom für ein Liebespaar gehalten. Spinnst du? Christian ist doch nicht schwul. Ja, das weiß ich jetzt auch. Hast du ihm diesen Schwachsinn erzählt? Ja. Und? Ja, Christian nimmt's locker. Tom ist also sauer? Weil ich ins Schwarze getroffen habe. Aber Christian ist... Der steht auf Frauen, das ist schon klar. Du glaubst doch nicht. Mhm. Tom hat sich in Christian verknallt, obwohl er hetero ist? Und das ist ihm natürlich unangenehm. Und deshalb will er nicht, dass es rauskommt. Ach, ich weiß nicht. Und ich spreche ihn auch noch drauf an. Irgendwie scheinen wir nur Leute zu kennen, die Probleme haben. Ja, das kommt mir langsam auch so vor.
Natascha ist total fertig. Ich nur wüsste, wie ich Tom helfen kann. Ich glaube, sie macht eine Riesendummheit. Ich will ihm auch nicht wieder auf die Füße treten. Was soll ich denn bloß machen? Gute Frage. Sorry, dass ich zu spät komme, aber... Meine ist schon weg. Ja, ist architektonisch durchaus beeindruckend. Oder gibt's da was zu sehen? Schaffst du es noch alleine? Das ist ja nicht weit. Ich kann dich auch bringen. Das ist nicht nötig. Danke für deine Hilfe. Auch wenn es eigentlich seine Aufgabe gewesen ist. Komm, geh jetzt erstmal nach Hause und leg dich eine Runde hin. Ja, und die Rechnung? Ja, die zahlst du, wenn es dir wieder besser geht. Und? Ihr war wirklich schlecht. Ja, dann gehe ich lieber mal nachgucken, bevor sich jemand beschwert. Da bin ich einmal nett zu ihr und was macht sie? Anstatt sich zu bedanken, behauptet sie wieder, du wärst der Vater des Kindes. Doch nur indirekt. Trotzdem. Trotzdem finde ich es toll, dass du ihr geholfen hast. Ah, sie ist schwanger. Da muss man helfen. Nicht nach allem, was gelaufen ist. Ja, leicht ist es mir nicht gefallen. Aber sie ist selbst schuld. Ich meine, dauernd kommt sie hierher. Vielleicht ist ihr das gar nicht klar. Naja, dass wir deshalb so abweisend sind. Weil sie nervt. Du willst es nochmal auf die freundliche Art versuchen? Isabel? Es ist offen. Storch? Was willst du? Etwas klarstellen. Ich bin zu Philipp Brandner gegangen, weil ich dir helfen wollte. Das war ein Fehler. Du bist erwachsen. Du musst dein Leben leben. Deine Erfahrungen machen und Niederlagen wegstecken. Hört, hört. Solltest du wieder erwarten, doch Hilfe brauchen, wende ich mich an dich. Gut. Jetzt aber brauche ich deine Hilfe. Du hast doch angedeutet, ich hätte versucht, dir einen Freund zu kaufen. Was hast du damit gemeint? Als ob du das nicht wüsstest. Würde ich sonst hier sitzen? Du hast Philipp Brandner Geld angeboten, damit er sich mit mir anfreundet. Wer behauptet das? Ja, er selbst. Und sag jetzt nicht, er lügt. Dazu hätte er keinen Grund. Und welchen hätte ich jetzt noch? Wir haben uns doch ausgesprochen. Guten Abend. Du siehst aus, als kannst du ein Bier vertragen. Aber eins ohne Alkohol. Hat Uli noch was gesagt? Willst du es wirklich wissen? Ja, los, raus mit der Sprache. Er hat eine neue Theorie entwickelt. Er glaubt, jetzt dir dürfte es eigentlich nichts ausmachen, wenn man dir ein Verhältnis mit mir nachsagt. Schöne Geschichte. Deswegen glaubt er, dass du doch einen Freund hast, der davon nichts wissen darf. Mach mir ein richtiges Bier. Hab ich's doch gewusst. Da, 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 da. Es tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Kein Problem. Ich hoffe nur, dass ich dir irgendwie helfen kann. Hast du schon. Irgendwann wird Uli mitkriegen, dass du in ihn verknallt bist. Vermutlich. Sag ihm, was los ist. Vielleicht findet ihr ja dann eine Lösung, mit der ihr beide leben könnt. Uli vielleicht. Aber ich? Fahren Sie mir nicht die Treppe runter. Frau Schneider. Träumen sollte man im Bett. War es wenigstens ein schöner Traum? Eher nicht. Immer noch wegen Ihrer Schwester? Woher wissen Sie das? Naja, sie hat so etwas angedeutet. Haben Sie einen Moment Zeit? Gern, kommen Sie. Um was geht's denn? Was halten Sie eigentlich von Philipp Brandner? Ein junger Mann, der Karriere machen will und das vermutlich auch tut. Wieso fragen Sie? Er hat mir gegenüber behauptet, Caroline hätte ihm Geld gegeben, damit er sich um mich kümmert. Und Sie glauben ihm das? Sie nicht? So etwas würde Caroline nie tun. Ja, aber warum sollte Philipp Brandner lügen? Was weiß man? Wichtig ist, dass Sie Caroline vertrauen. Das würde ich gern. Isabel, haben Sie mir nicht gesagt, dass Philipp über Ihre Einstellung bei Brandnerbau gar nicht begeistert war?
Ja, warum? Naja, auf der einen Seite ist jemand, der sie nicht mag und wieder loswerden will. Auf der anderen Seite jemand, der sie liebt. Beantwortet es Ihre Frage, wem Sie vertrauen können? Herr Jürgens, werfen Sie denn noch bitte ein. Okay, schönen Feierabend noch. Ihnen auch. Ist noch was? Allerdings. Oh, Frau von Anstetten, guten Abend. Was verschafft mir die Ehre? Warum haben Sie meiner Schwester gegenüber behauptet, ich hätte sie kaufen wollen? Verzeihen Sie, aber wovon sprechen Sie? Ich soll Ihnen Geld geboten haben dafür, dass Sie sich mit ihr anfreunden. Das glauben Sie ihr doch nicht. Ach, wollen Sie behaupten, Isabel lügt? Das haben Sie gesagt. Ich würde es anders ausdrücken. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ihre Schwester neigt dazu, sich die Realität zurechtzubiegen. Wie darf ich das verstehen? Könnte es nicht so gewesen sein, dass sie Ihnen eins auswischen wollte? Sie haben das angespannte Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Schwester mehrfach erwähnt. Mit anderen Worten, Sie haben ihr gegenüber nie behauptet, ich hätte Ihnen Geld geboten. Nein. Weshalb auch? Ja, stimmt so. Und wenn du es gar nicht mehr aushältst, rufst du mich einfach an. Dann ziehen wir um die Häuser. Ich denke drüber nach. Bis später. Ciao. Hi. Hi. Na, Mr. Weihnachtsmann, erfolgreich gewesen? Sehr witzig. Eine Cola? Ja. Und wo ist Gabriella abgeblieben? Du hast dich doch nicht etwa gegen ein Weihnachtsgeschenk ausgetauscht. Nee, sie hat was für mich gekauft und jetzt ist sie nach Hause, um es zu verstecken. Verstecken? Ich denke, wir haben Weihnachten, nicht Ostern. Da gibt's einen Unterschied? Hi, ich habe noch einen Deckel zu bezahlen. Geht's dir wieder besser? Mhm. Macht 13,50. Stimmt so. Machst du mir noch einen O-Saft? Ja, klar. Gib her, ich mach das. Hast du kurz Zeit? Wohin geht's denn? Kannst du dir das nicht denken? Du steckst im Moment ziemlich in Schwierigkeiten, das ist mir klar. Aber du bist nicht die Einzige, die unter der Situation leidet. Naja, Gabriella fällt es ziemlich schwer, ruhig zu bleiben, wenn sie dich sieht. Das müsstest du eigentlich mitgekriegt haben. Trotzdem hängst du ja ständig rum. Worauf willst du hinaus? Wir könnten uns alle das Leben einfacher machen, wenn... wenn du dir eine andere Stammkneipe suchst. Isabel. Störch? Nein. Im Gegenteil. Du fragst dich bestimmt, warum ich hier bin. Ja, schon. Ich habe mich ziemlich blöd benommen. Das klingt ja fast wie eine Entschuldigung. Ja, das ist doch so. Dann glaubst du also nicht mehr, dass ich Philipp Brandner kaufen wollte? Und woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel? Das passt irgendwie nicht zu dir. Danke für dein Vertrauen. Dein Arbeitgeber sieht das übrigens ähnlich, wenn gleich aus anderem Grund. Du warst nochmal bei Philipp Brandner? Hm? Mich hat seine Version interessiert. Und was hat er gesagt? Er versucht, dir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Was? Hm? Er behauptet, du hättest das alles nur erfunden, um mir zu schaden. Aber das ist nicht wahr, er lügt. Das Gefühl hatte ich auch. Warum tut er das? Das ist doch im Moment völlig unwichtig. Das Einzige, was zählt, sind wir zwei. Oder? Ich mache immer alles falsch. Oh. Wenn schon, dann wir. Aber das ist jetzt vorbei.
Ich will dir keine Vorschriften machen. Was denn sonst? Wir sollten einfach einen Weg finden, normal miteinander umzugehen. Du meinst wohl, ich muss ihn finden. Gabriele hat nun mal ein Problem damit, wenn du hier rumhängst. Tja, dann soll sie doch woanders hingehen. Ich arbeite hier. Ihre Freunde gehen hier ein und aus. Genau wie meine. Millie ist auch so ein Punkt. Ich hab ihr die Freunde nicht ausgespannt. Mensch, das habe ich doch gar nicht behauptet. Ich fände es nur gut, wenn wir uns nicht ständig über den Weg laufen würden. Ob ich herkomme oder nicht, ändert doch nichts an meinem Problem. Ich bin schwanger und du bist der Vater. Ohne Test glaube ich dir kein Wort. Wäre ich doch nie mit dir ins Bett gegangen. Ach, als wenn ich der Einzige gewesen wäre. Sag mal, spinnst du oder was? Tut mir leid, ich bin zu spät. Es tut mir auch leid, aber zum Glück ist ja bald alles vorbei. Was ist denn passiert? Gar nichts! Sieht nicht gut aus, schauen Sie noch mal hin. Ich meine, wie der da reingeht. Kriminell. Hi. Da war eigentlich... Hallo. Willst du auch was? Tom, was ich heute Nachmittag gebracht habe, das war wirklich Mist. Das ist schon okay. Ehrlich, ich... Wenn ich gewusst hätte, in was für eine peinliche Situation ich dich da bringe... Komm, vergiss es. Danke. Christian und schwul. Ich muss wirklich Tomaten auf den Augen gehabt haben. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Uli, kannst du nicht. Vielleicht ja doch. Mensch, Tom. Meinst du, ich habe nicht längst gemerkt, dass du in Christian verliebt bist, obwohl er hetero ist? Ich habe Natascha nur gebeten, sich eine andere Kneipe zu suchen. Was hast du? Gabriella und ich wollen endlich ein Leben ohne Natascha führen. Das geht aber nicht, wenn sie ihr ständig aufkreuzt. Dann sucht ihr euch doch eine neue Kneipe. Man könnte meinen, Natascha und du, ihr hättet euch abgesprochen. Die Antwort liegt einfach auf der Hand. Millie, warum gibst du nicht einfach zu, dass wir dir inzwischen egal sind? Das ist völliger Quatsch. Dann verstehe ich nicht, warum du nicht mehr Rücksicht auf uns nimmst. Weil nicht ihr ein Kind bekommt, sondern Natascha. Sie hat Probleme, auf sie sollte man Rücksicht nehmen. Das hätte sie sich vorher überlegen sollen. Du machst es dir verdammt einfach. Es ist einfach. Ich habe ein Kondom benutzt, jemand anders vielleicht nicht. Es kann immer mal was schiefgehen. Ja, bei jeder anderen würde ich das auch glauben, aber nicht bei Natascha. Weißt du eigentlich, wie verzweifelt sie ist? Es interessiert mich nicht. Auch nicht, wenn sie dein Kind abtreibt? Uli, ich bin nicht in Christian verliebt. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Toll, wie du dich für ihn einsetzt. Ja, aber nicht, weil ich was von ihm will. Nein, wie komme ich drauf? Das machst du aus reiner Nächstenliebe. Uli, es reicht. Ich zieh aus. Was? Wieso das denn jetzt auf einmal? Erst hast du ein Problem damit, dass ich schwul bin, dann versuchst du mich zu verkuppeln. Ja, aber... Dann denkst du, ich bin in Christian verliebt, dann wieder nicht, weil er hetero ist. Tom, komm mal wieder runter. Verdammt nochmal! Nicht Christian ist der Hetero, in den ich verliebt bin. Du bist es.